So, da wären wir in den Kabelruinen hier bei. Okay. Kabelruinen, Steingolem, neuer Gegner. Lass ich mal gelten. Ja, die Kabelruinen. Ein sehr netter Ort. Verdammt nochmal. Nein, das auch nicht so. Damit kann er unendlich mal Fist of Rage einsetzen, denn jedes Mal regeneriert er 32 AP. Das ist gut, das ist sehr schön. Dementsprechend ist er eine sehr gute Killermaschine. Der mit bloß Fuß gegen einen Stein kickt. Mit der Handkante. Je älter ich werde, desto besser werde ich. Ah, in RPGs heißt es eigentlich, je mehr Level ich bekomme, desto besser werde ich, aber das gilt hier wohl nicht. Hier wird man älter und dementsprechend besser. Die Türen sind sehr cool. Ich mag auch die Musik, sie ist sehr unheilvoll. Rätsel gelöst, ja! Hier würde eigentlich stehen, wir sollen die Einsamkeit vernichten. Und diese Fackel war nun mal ganz alleine, dementsprechend haben wir die Einsamkeit verdichtet. Ja. Falls jemand fragen wollte, wie hast du das jetzt gemacht? Hier haben wir Steinwände, die wir einreißen können, was ich sehr gut finde. Ich mag es, Dinge einzureißen, wenn sie mir im Weg stehen. Das ist besser als das, was im Weg ist, wertvoll einen anderen Weg suchen. Sondern, Schaltwand, blank, tot, fertig. Den Knochenkrieger müsste er platt kriegen. Du müsstest zur Flei platt kriegen. Denke ich mal mit der Faust des Zorns. Die Fäuste des Zorns. Aber ja. Hauptsache es ist weg. Auch wenn der Tritt daneben geht, ist mir völlig egal. Ich finde es auch schön, wie Gegner, die besiegt sind, noch in die Verteidigungsmodus gehen. Es macht keinen Unterschied mehr, weil sie besiegt sind, aber sie versuchen wenigstens, sich zu verteidigen. Selbst im Tod noch. Down so soon? Wie kommt's? Irgendwie so. Ja, an Leveln wird auch nicht gegeizt momentan, finde ich sehr gut, kann ich nicht drüber meckern. Darüber könnte ich jetzt meckern, aber ich lasse es mal stecken. Ist eben der Effekt von meinem gekochten Essen weg. Naja, das macht dann nicht so viel. Das Rätsel hier kenne ich, glaube ich, sogar noch. Wir haben hier das Symbol eines Fisches und müssen jetzt gucken, dass wir Fisch buchstabieren, indem wir einzeln nacheinander diese Fackeln oder, ja, was heißt Fackeln, dieses Moos zum Leuchten bringen. Das ist R, da ist es I. Ich sollte vielleicht dabei auch aufpassen, wo was ist, weil sonst ist das H. Okay. Das ist das S. Das ist H. Jawohl. Fisch buchstabiert und das Ding geht auf. Hier wird das Spiel dann noch ein bisschen fies mit den Rätseln, finde ich. Nicht richtig schlimm, einfach nur fies. Fies im Sinne von, es ist noch schwerer zu verstehen, wenn man nicht gut im Englischen ist. Und wo ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, da war ich definitiv nicht so gut im Englischen wie jetzt. Und dementsprechend ist das dann immer so ein kleines Problem, wenn man davor steht und einem wird so ein Rätsel um den Kopf geworfen. Und ihr seht, was Kochen für einen Effekt hat diesmal wirklich, weil ich jetzt nicht direkt nachkoche. Obwohl Kazan so ein Powerhouse ist, kann er ihn gerade mal knapp drei Viertel abziehen. Den Rest erledigt allerdings jetzt Roaring Fang, von daher... Das geht also schon. So, oft, so mit der Zeit kriegen wir alles hin. Und je mehr Materialien ich kriege, desto besser. Ich verirre mich hier auch gerne, muss ich zugeben.
ein bisschen wie in der Kanalisation. Und ich werde hier auch ein Video machen, wo ich einfach nochmal den Dungeon schlichtweg von hinten aufräume, weil ich hier bis zu einem bestimmten Punkt spielen möchte. Und das geht besser, wenn ich das ununterbrochen machen kann. Anstelle von hin, zurück... Keine Ahnung, irgendwie sah die Wand so kaputt machbar aus. Naja. War ja zumindest ein Versuch wert. Prinzipiell, wenn ich Glück gehabt hätte, wäre sie kaputt gegangen und wir wären fertig damit gewesen. Don't waste my time. Wie machen wir das? Irgendwie so. Hauptsache, die Gegner sind tot, ihr wisst schon, ne? Ah, wie schnell geht der jetzt platt? Ja. Selbst ohne gekochtes Zeugs geht das ganz gut. Finde ich schön. Wenn ich so drüber nachdenke, es gibt auch Rezepte, die keinen negativen Effekt haben. Also nicht jedes gekochte hat einen Nebeneffekt. Auch wenn es unter anderem eine Menge ist. Oh Gott, nein. Auf. Nein, Kazan! Spellbound, Spellbound. Ich glaube, das hieß, er kann keine Arts mehr einsetzen. Ich bin mir nicht sicher dabei, aber ich meine, das war sowas. Das sehen wir ja jetzt eh. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, stirbt das Skelett trotzdem. Ja. Spellbound. Keine Arts mehr einsetzen können. Nicht unbedingt schlimm. Ich sag mal, es kann nerven, wenn man gegen einen starken Gegner kämpft. Ansonsten ist es wirklich, wirklich nicht schlimm. Ist ein schöner Raum mit nichts. Herrlich. Aber hier ist noch was. Jawoll. Tja. Hier haben wir die Flagge des Rückzugs und Boat Strike Scroll. Beides nutzlose Items für mich. Ist halt so. Ist aber nicht schlimm. Wer auch immer den Kopf kriegt, gewinnt. Ja. Wieder Meister und Schüler vereint mit ein und derselben Combo. Ist immer gut. Nee, die Hyperart. Ich bin fertig. ...2600 Schaden, genau. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Seht allerdings, dass Roaring Fang uns mit zwei Schlägen schon sehr nah dran bringt. An den Schaden, den er mit den Fäusten des Zorns macht. Also darf man nicht unterschätzen, weder das eine noch das andere. Rein. Daran eigentlich doch. Mehr oder minder. Was haben wir hier? Näher ist klarer. Distanz verschwimmt. Das ist der Weg der Welt. Das hier anmachen. Und das hier aus. Ich hab's raus. Ich hab's so raus. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Ja, sorry. Funktioniert halt. So, ja. Ich möchte hier erstmal ausruhen. Aber erstmal reden.
reden wir erstmal mit den Leuten. Was ist los, Meier? Warum zitterst du so? Hast du deine Klamotten auch gewaschen, Meister? Natürlich! Soweit ich mich daran erinnere, habe ich sie mir vor einem Monat gewaschen. Einen Monat? Ja, das ist richtig. Stimmt damit etwas nicht. Du solltest sie vielleicht ein bisschen öfter waschen. Sieh mal, Meier mag den Fakt auch nicht, dass du am Riechen bist. Dass du stinkst, Mann. Verstehe. Ich habe lange Zeit allein gelebt. Ich habe komplett alles darüber vergessen. Okay. Wissen andere Leute es? Wissen andere Leute über ihre Origins Bescheid, wenn sie geboren werden? Das hängt davon ab. Manche wissen es, wenn sie geboren werden. Manche realisieren es nicht mal, bis sie sterben. Was mich angeht, ich bin so wie du. Ich habe meine durch den Kampf erfahren. Wir haben seitdem zusammen gekämpft. Kazan und ich scheren eine sterbliche Existenz oder eine leichte Existenz? Ja, also ich glaube eine zerbrechliche Existenz. Der Tod von Kazans Seele bedeutet dasselbe für meine. Er ist dickköpfiger als ich es bin. Einfacher gesagt, wenn ich sterbe, dann stirbt auch Deva. Also stehen sie zwischen Leben und Tod. Das ist korrekt. Aber selbst wenn sie Schicksale teilen, unsere Seelen sind getrennt. Also kommuniziere gut mit der Origin in dir selbst. Da, da, da. Noch was Schönes. Was würde ein Tagebuch hier unten machen? Das bedeutet, jemand war hier auch schon mal vor uns drin. Dieses Tagebuch ist wie ein Tourguide. Nein, wie ein Navigationsgerät, oh ja. Um uns durch diesen Platz zu bringen. Ich würde der Person gerne danken, die dies geschrieben hat, wenn sie noch am Leben ist. Noch was? Hä? Hä? Sind ziemlich tief, wir sollten bald im Schloss sein. Bergqualität ist im Schloss, ich muss ihn zurückkriegen. Ja, prinzipiell sind wir so fertig mit dem Interessanten. Ja, das Ding. Stellt euch einfach mal vor. Ja, habe ich noch. Ich müsste ja ein paar andere Rezepte noch haben. Kann ich noch irgendwas anderes herstellen? Na toll. Nein, kann ich nicht. Das erklärt alles. Nun gut. Dialnife, das ist ein Titel für ihn. Da er jetzt sowas wie ein Minikoch ist, sag ich mal. Dann speichern wir noch schnell, denn meine Zeit ist so langsam vorbei. Deswegen habe ich auch gesagt, ich möchte ein bisschen schneller durch die Ruinen kommen. Weil ich dieses Aufnahmeset beenden wollte. Ihr seht ja, ich bin jetzt kontinuierlich 1,5 Stunden am Spielen. Deswegen wollte ich jetzt gerne mal zu einem Punkt kommen. Ach ja. Jetzt geht's mir gut. Netter Ort. Blaues Feuer. Blaues Feuer heißt eigentlich immer, es ist heißer als rotes Feuer, nicht wahr? War doch irgendwie so. So genau weiß ich aber nicht mehr. Was ist das? Ha. Eine altertümliche Ruine. Es scheint, als wäre eine Inschrift hier drauf. Könnte es sein? Ein Zauber! Aspell. Aspell. Das scheint ihr nicht zu gefallen, mein Freund. Hä? Meier? Alles in Ordnung? Dieser Tag. Erinnerung an den Tag, als ihre Kräfte außer Kontrolle gerieten. Wenn ich doch nur die Anzeichen gesehen hätte. Hätte ich die Kräfte Meyers früher bemerkt, dann hätte ich es stoppen können. Die Tragödie
Sie hätte verhindert werden können. Welche Tragödie. Das sehen wir beim nächsten Mal, Leute. Ich verabschiede mich von euch. Auf Wiedersehen und tschüss.